hier stehen auch Bäume krumm und schief. Denke ich mal, sind den Bäumen in Russland vielleicht nicht ganz unähnlich. Und jetzt simulieren wir mal die Einfahrt in eine Baumreihe. Unten der bewegliche Auffangtisch und den Schüttler kann er jetzt ranfahren an den Baum. Jetzt geht der Ausleger des Auffangtisches rechts raus, der Schüttelarm geht raus, Motor dreht sich ein bisschen. Jetzt wäre er quasi in der Reihe. Da sieht man sehr schön, wie er das ausgleicht. Jetzt fährt er gegen den Baum und dann schließt sich die Klamme, Schüttelrhythmus wird aktiviert und danach öffnet er sich wieder und die Maschine überholt ihren eigenen Schüttler in dem Fall. Alles natürlich ein bisschen schneller sogar noch. Touch, zu, auf, geh nach hinten rum. Geht wieder nach vorne, den nächsten. Das gleiche. Jetzt sehen wir auch, warum wir den Baumabstand brauchen. Ja? Und so weiter und so fort. Wollen wir mal schauen. Gut, jetzt hier ist keine Rinde dran. Ne? Aber ja, macht nichts kaputt, ne? Sieht man ja an diesen wunderschönen Gummibacken hier. Schau mal hier. Alles schön. Ne? Ja, das war's. Jetzt werden wir halt nochmal also einen Schüttelrhythmus, eine Schüttelsequenz simulieren. Alle Parameter, also Dauer des Schüttelzeitraums, die Intensität, also die Amplitude und dergleichen können wir auf dem Fahrerhaus von dort oben ja, einstellen, verändern. Und jetzt simulieren wir wieder den Beginn. Da muss man am besten hier, sieht man es am besten. Wie gesagt, der ganze Prozess ist dann vollautomatisch. In dem Moment, wenn die orange Gummibacke einen Druck verspürt, der vorher einzustellen ist, abhängig von der Baumsticke, der Art des Obstes, der Alter der Bäume auch, dann schließt sich die Klammer, greift den Baum, schüttelt, öffnet wieder nach der voreingestellten Zeit und geht nach hinten weg. Um den Baum herum, zum nächsten. Und das kann man sich natürlich vorstellen, je länger die Reihe ist, ja, sieht man noch schön die Abdichtung der Schuppen hier, dass da nichts vorbeifällt. Gegenseite wird ja der Tisch, bildet der hier oben ist. Das kann man sich natürlich vorstellen, das zu Ende zu bringen. Wenn ich lange Reihen habe,
7 Bäume die Minute, dann mache ich quasi in einer Stunde einen halben Hektar. Ja, also je nach, wenn da 50 Kilo dran sind an so einem Baum, 40 Tonnen. Ja, aber wie gesagt, das ist ja Sache der Obstbauern, wie dort und insbesondere auch Ihnen folgen als Agronomen, was zu tun ist, damit die Bäume richtig tragen. Wir sagen Prozesszeit 7 Bäume die Minute, kein Problem, wie viel jetzt dort am Baum hängt. Na gut, alles können wir beeinflussen, aber das kann der Neumann dann auch nicht.